Herzlich willkommen, Leute, zu Dead Island Epidemic. Das Ganze ist eine Art MOBA-Spiel. Es spielt sich schon ein Tickchen anders, aber es hat sehr viele Referenzen in diesem Bereich. Und Dead Island Epidemic hat zwei verschiedene Spielmodi. Es ist mit den anderen Dead Island-Titeln gar nicht zu vergleichen. Das Spiel befindet sich momentan noch in der Closed Beta. Und ich möchte euch einfach mal direkt in dem Spiel zeigen, um was es so geht. Und das auch ein bisschen einfacher dann zu erklären. Hier in dem Hauptmenü könnten wir jetzt lediglich an die Workbench gehen und neue Sachen craften, die wir finden, genauso wie wir unser Inventar angucken können oder hier Charaktere auswählen, die verbessern können, Fähigkeiten und so weiter. Fähigkeiten hier im Sinne, das sind die MOBA-Referenzen und deswegen steigen wir hier einfach mal in den Game rein. Es gibt das Tutorial, den Horde-Mode, das ist natürlich in dem Sinne, es kommen immer und immer mehr Zombie-Horden, man spielt so ein bisschen zusammen und versucht halt hier so ein bisschen auf die Highscores zu gehen. Und Scavenger, das ist der Modus von Interesse, das ist 4 gegen 4 gegen 4 und das ist eine feine Sache, den wählen wir auch aus und ist halt für 12 Spieler und dann kommt man in diese Lobby hier, wo man Freunde einladen kann für ein komplettes Team oder halt dann auch noch jeden Charakter aussuchen kann. Das sind die drei Standardcharaktere in der Closed Beta, die jetzt mitgelevelt haben. Level 10 ist schon gut, weil dadurch schaltet man halt die meisten Extras für seine Fähigkeiten frei. Aber da ich schon seit Anfang an dieser Closed Alpha und so weiter dabei bin, habe ich alle Charaktere, die es bis dato gibt. Könnte also auch hier die Armored-Charaktere spielen oder die Mutanten-Charaktere. Sind halt drei Teams in der Hinsicht. Die sind aber noch Level 4 und gerade jetzt zum Anfang sollte ich einen Level 10-Charakter nehmen. Das hat einen Grund, den zeige ich euch gleich. Und ich spiele auch standardmäßig den, ja, den Allrounder. Eigentlich ist er ein Durable Healer Support. So ein bisschen alles. Er ist so ein bisschen ein Tank, der sich auch ein bisschen heilen kann. Seine erste Fähigkeit lässt ihn und alle Verbündeten in der Umgebung heilen. Seine zweite Fähigkeit ist ein Spott, den muss man zielen. Die dritte Fähigkeit absorbiert Schaden, weil er dann sich in so eine Steinform geht. Er kann sich dann nicht bewegen, bekommt aber viel, viel weniger Damage ab. Und seine Ulti springt in eine Masse rein und schlägt die Gegner hoch, macht viel Schaden. Und ja, das ist soweit alles dazu und wir suchen jetzt einfach mal ein Game. Da wir jetzt ready sind, wird jetzt ein Match gesucht, in der Zeit kann ich hier auch rausgehen. Und ja, und in-game sieht man dann halt die Änderung zu einem anderen MOBA-Titel. Was ich hier ganz fein finde, ist halt dieses 4 gegen 4 gegen 4 Feeling. Das kommt schon ganz gut rüber. Nur dieses Spiel ist bis jetzt extrem Play to Win. Ich sage nicht Pay to Win, man kann sich auch Sachen kaufen. Hier im Shop könnte man Sachen kaufen. Es gibt keine Waffen bis jetzt im Shop, genauso wie du Blueprints noch nicht im Shop kaufen kannst. Es gibt Sachen, die gehen weg, einmal pro Match. Da könnte man sich dann Verbände holen und so. Falls man mal low ist, heilt man sich einfach mal schnell. Genauso wie halt Tabletten oder sonstiges, die halt unterschiedlich viel HP in kürzester Zeit wiederherstellen. Hier hätte man auch noch zum Beispiel einen anderen Reiter nehmen können. Man könnte eine Handgranate werfen, kriegt man 6 Stück. Die kann man dann einmal pro Match verwenden und dann sind die weg. Danach müsste man sie neu kaufen. So, und jetzt schauen wir doch erstmal ins erste Match rein. Da der Ladebalken wie bei League of Legends hier getrennt ist vom Hauptmenü, wird es gleich einen kleinen Cut geben und dann erzähle ich alles weitere, während wir im Game sind. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon zurück. Diesmal sind wir im Spiel. Wir sind Team Grün, was man an unserer Klamottenfarbe erkennt. Und das Menü fällt halt schon sehr MOBA-lastig auf, so wie man es kennt. Oben rechts haben wir eine Minimap, die ein bisschen das Spielprinzip zeigt. Es gibt drei Eingänge auf diese Karte, somit halt auch für drei Teams. Die leuchtenden Punkte der einzelnen Farben sind die Basen. Also wenn man sterben sollte, wird man da, da oder da spawnen, halt teamabhängig. Und an diesen weißen Punkten, die Flaggen, die man einnehmen kann, die muss man tappen, dort kann man Ressourcen abgeben. Das Team, was zuerst 1100 Ressourcen abgegeben hat, hat das Spiel gewonnen. Diese Anzeige sagt einem, wie viele Ressourcen das Team gerade mit sich rumträgt, also gerade so in der Tasche hat. Lohnt sich dann vielleicht auch mal ein paar Teams direkt oder gezielt anzugreifen. Und das zeigt, wie viele Basen das Team momentan hat. So, in ein paar Sekunden geht es dann hier los. Hier unten haben wir die Fähigkeiten. Ganz normal kann man halt durchskillen. Q, E, R und F. Das liegt daran, dass man mit WSAD spielt und nicht mit Maus. Also die Maus für die Kamera und WSAD ist zum Laufen. Mit der linken Maustaste macht man Auto-Attack. Dadurch füllt sich hier, wenn man was trifft, ein weißer Balken unter der HP auf und mit der rechten Maustaste könnte man die Energie dann wieder releasen und würde mehr Damage machen. So, auf C kann ich zwischen zwei Waffen hin und her wechseln. Ich habe einmal eine Shotgun bzw. ein Gewehr und Nahkampf, halt für Range und Melee.
Und unser Team ist halt hier bereit. Wir haben schon ein paar Leute mit anderen Charakteren. Ich hoffe, die haben auch schon ein bisschen gespielt, weil ich den Standardcharakter am Zocken bin. So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir erstmal von hier oben in die Area kommen. In der Zeit töten wir halt schon mal die Zombies, die kommen. Dadurch kriegt man auch XP und Ressourcen. Wenn sie denn die mal droppen, die Ressourcen, das muss dann auch noch davon abhängig sein. Es wird Bossgegner geben. Irgendwann spawnen in der Mitte oder irgendwo auf der Map ein Boss. Wenn der Boss umgehauen wird, droppt er über 100 Ressourcen. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Kampf zu dem Zeitpunkt. Und ja, um jetzt reinzukommen ins Feld, müssen wir Barrikaden zerstören. Während wir auf die Barrikaden einer uns bauen neue Zombies. Also sollte man sich hier schön absprechen. Jetzt zwei Barrikaden und zwei die Zombies. So, hier rollen sich zwei schon weg. Ich und ein anderer Spieler. Und wie ich am Anfang angesprochen habe, das Spiel ist sehr play to win, denn für jedes Spiel am Ende bekommt man Belohnungen und man kann auch Blueprints für Waffen und sowas kriegen. Und da können extrem gute Waffen drin sein. Und das ist ein riesiger Vorteil, wenn man gegen Anfänger spielt. Und das finde ich so krass. So, wir haben das Tor hier aufgemacht. Eigentlich sollten wir jetzt weitergehen, auch wenn wir hier noch ein paar Zombies haben. Natürlich da haben wir zum Beispiel noch eine Kiste gehabt. Ihr seht jetzt hier, alle Teams tragen gerade 16 Kisten mit, haben also alle gleich lange gegen die Zombies gekämpft. Hier ist die Spawn Zone, das ist die Defense Area, beziehungsweise hier kann man abgeben. Hier kann man diese Kisten abgeben, immer nur 10 pro Wurf. So, bei uns hat jetzt noch einer eine Kiste und die tragen gerade 24 mit sich rum. Hier sehen wir, was wir abgegeben haben. Und ja, das ist halt das Battle jetzt, was jetzt gerade abgeht. Also wir wollen jetzt nach da oben, um die Punkte zu holen. Hauptsache, wir stayen erstmal together. Und holen uns jetzt erstmal die Flaggenpoints, damit wir halt mehr Ressourcen bekommen. So, hier gibt es die Medical Tents, wenn wir das einnehmen. Ich tappe das einmal vor. Und dann müssen wir kurz diesen Radius verteilen. Das heißt, alleine Flaggen einnehmen ist auch nicht drin. Denn jetzt, während man das eingenommen hat, muss man warten, bis hier 100% ist. Und hier kommen die miesesten aller Zombies. Und allein sind die manchmal schon echt hart, weil die skalieren auch mit der Spieldauer mit. So, aber im Gegnerteam scheinen wir diesmal auch ein paar Anfänger zu haben. Das macht das Ganze ein bisschen fairer. Ich habe mal hier den Taunt und das Schild jetzt mitgeskillt. Meine eine Fähigkeit wäre der Heal. Den mache ich einfach. Alle, die jetzt im Radius sind, wurden geheilt. Das Schild nutze ich jetzt mal nicht auf R. Damit könnte ich jetzt mir Stahlhaut geben. Kann mich dann kurzzeitig nicht bewegen. Kriege aber auch kein Damage. Und auf E der Taunt, den muss ich halt Skillshot-mäßig treffen. Ist gegen andere Spieler, ist der super. Jetzt wurde ich hier gerade stunned von einem dieser Spinnenviecher. Aber ich wurde gerade gerettet. Vielen Dank dafür. So, heile ich mal hier hoch. Und ich skill als erstes den Taunt, einfach damit die Duration länger hält. So, wir haben den einen Punkt und hier unten ist Blau gerade. Hier unter uns ist Team Blau gerade am Werk. Mit Leertaste können wir einmal ausweichen. Und da mischen wir uns jetzt mit ein. Kommt also zu einem Battle. Taunt hat getroffen. Ich habe ihn hier schön getauntet. Jetzt release ich. Er released auch und er haut ab von mir. Ja, obwohl er die bessere Waffe hat. Ich habe nämlich die Standardwaffe. Er hat so einen Reifen da schon. Hat also auch eine gecraftete Waffe. Hab hier aber schon gut Damage gemacht. Wir cappen jetzt deren Point weg. Tappen ihn jetzt selbst. Und zack, dafür gibt es alleine erstmal ein paar Kisten, weil wir die abgenommen haben. Two Contested Supplies. Ja, und das ist halt das Spielprinzip, um das es geht. Und gerade wenn der Boss in der Mitte spawnt, wird man dann auch mal auf alle Teams treffen. Und gerade wenn da mal so 12 Leute sich in der Mitte battlen, geht's schon richtig zur Sache. So, wir haben jetzt die Ulti, das ist so ein Liebsprung. Und der macht extrem guten Damage, ist auch zum Chase-Down sehr gut. So, ein New Supply Event has been activated. Hier gibt's neue Supplies, wir sollten das hier schnell einnehmen. Und dann da zu dem Event laufen, da gibt's dann jetzt einen kleinen Boss, der ein paar Sachen droppt. Hier ist ein Charger. Ne, das ist ein Spitter. So, wir haben aber das Vehicle Depot. Und deswegen beeilen wir uns mal eben, hier den Dicken wegzukloppen. Das ist nämlich wichtig. Und, ja, dann schnell zu den Kisten hier kommen. Also zu diesem Event. Unser Kumpel rennt da gerade hin oder will da gerade hin. Ich will mitkommen. Da ist er, der Butcher Level 2. Das ist ein kleiner Mini-Boss in dem Fall. Das ist nicht der richtige Boss, den ich meine. Oh, der ist einfach nur ein Elite-Gegner. Das gibt auch halt immer unterschiedlich groß. Das war nicht das Supply-Event. Aber wir sind gerade auf dem Weg dahin. Es muss hier sein. Ist es das? Der Elite Walker Level 5. Der könnte es sein, der hat auch seine Kiste auf dem Rücken. Hier ein Teammate von mir wurde ihn capped, aber ich habe ihn mal hoch. Oh nein, jetzt muss ich ihn. Oh, ich habe mal getauntet in die Gruppe. Nicht sterben, Mann. Ich kann nichts tun. Wir brauchen Hilfe hier. Okay, okay, was hat er vor? Hopp. Dann nehme ich. Nein, 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 nein. Da
Da kommt Team Blau und Team Grün, kämpfen jetzt hier gegeneinander. Da ist er. Nein, 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 er hat mich gestunt. Komm, das ist nicht wahr. Guck mal, wie lange der hält. Und Ulti. Hab einen, habe ich gekillt. Steinhaut an. Steinhaut erstmal, um Damage zu reducen. Und jetzt rolle ich davon, weil er wird hier eh encapped. Das heißt, hier kann ich mich auch einmischen. Den kill ich auch noch. Jetzt kommt mein Team. Sind wir zu zweit. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Und er hat mich angesprungen. Ich hatte richtig viele Kisten dabei. Das hier Team Orange trägt gerade 150 Kisten mit sich rum. Er ist voll. Wenn du den Stern über dem Kopf hast, hast du halt so viele Kisten, dass du nicht mehr schnell laufen kannst. Du bist also langsamer. Das heißt, theoretisch müssten wir den chasen. Ich werde gerade wiederbelebt. Vielen Dank. Einmal kurz hochheilen. Und hinterher. Der ist gerade lahm. Der ist lahm. Die kämpfen auch gerade gegeneinander. Also unser Team ist hier dran zumindest. Nochmal heilen. Wir kriegen ihn vielleicht. Ah, da wollte ich ihn taunten. Und da in der Defense Area, da musst du gar nicht angreifen. Haben sie also nach Hause gebracht, die Kisten. Geht insgesamt bis Platz 1 und 2 muss man erreichen. Also auch wenn ein Team fertig ist, dann kann das Team leaven aus dem Match. Und die anderen beiden kämpfen noch um Platz 2 und 3. Ist auch noch für die Beute sehr interessant. Wir spotten einfach mal. Okay, und ja, die haben, glaube ich, aber auch schon ein bisschen besseres Gear. Ihr habt den Damage jetzt gerade gesehen, das ist abnormal. Also ich glaube, die sind einen kleinen Tick besser equipped schon. Gerade auch diese Waffe hier, die der hat, sehe ich sehr oft. Die haben alle diese schon den verbesserten Kolben mit dem Tank. Und das sind wahrscheinlich einfach schon gelevelte Charaktere. Und mehr ist das gar nicht. Das ist auch nicht Cheat-Team oder sonstiges. Die haben einfach nur schon so viel Zeit in dieses Spiel investiert, dass sie diese Play-to-Win-Waffen haben. Und das finde ich ein bisschen zu krass. Es ist zwar eine feine Sache, wie, komm, wir spielen mal ein bisschen und dann kriegst du Blueprints und wenn du das zusammengebaut hast, hast du halt irgendwie einen Vorteil. Aber die Waffen sind abnormal. Das ist übertriebenes Farmen. Manche andere Spiele kommen doch auch damit ohne damit aus, dass du einen Vorteil hast, wenn du einfach viel spielst. Das macht gerade so ein Competitive Game einfach sinnlos. So, einer wird schon gelieft sein. Das wird einer von Team Blau sicher gewesen sein, weil Team Orange das hier auf jeden Fall machen wird. Ich will das Spiel nicht schlecht reden. Wenn ihr das selber zockt oder wenn ihr 12 Leute habt zum Spielen, dann wird es auch unglaublich viel Spaß machen, weil dann dieser Faktor raus ist, dass diese overpowered Waffen einfach mit dem Spiel sind, weil das Matchmaking einfach noch nicht fertig ist. Und ich versuche mal oben unsere Fahne zu verteidigen. Aber ich wollte euch das Spiel einfach mal demonstrieren. Das wird ja auch keine ewig lange Serie wahrscheinlich werden. Zumindest macht es so halt absolut keinen Sinn und keinen Spaß, weil du hast immer wen mit im Spiel, der halt dieses Gear hat oder der ein bisschen besser unterwegs ist. So, und jetzt haben wir hier einen von Team Blau. Das habe ich ihn gerade getauntet. Mach hier den dicken Damage. Von ihnen, uns hat ihn einer angesprungen. Jetzt nehmen wir die Kisten hier auf jeden Fall mit. Aus der Schlotze sollten wir eigentlich rausgehen. Und das sind ganz schön viele. Rolle ich mich mal eben weg. Die Medical Tents nehmen wir hier wieder ein. Dann kriegen wir wieder neue Kisten. Wir tragen gerade 52 Kisten mit uns rum. Davon habe ich selber 17. Ich gehe meine schnell abgeben. Wir wollen wenigstens Zweiter werden, wenn schon das Overpower-Team mit im Rennen ist. Ich zeige euch auch gerne am Ende die Boxen, die man bekommt. Erstmal abgeben. Immer 10 Stück pro Wurf und dann am Ende 7. So, da heilen wir uns wieder und gehen wieder zurück zu unserem Team, die gerade die andere Basis von Blau einnehmen. Also wir hoffen einfach nur, dass Orange dann halt schnell abschließt. Jetzt haben wir einen Boss in der Mitte. Ihr seht hier den Totenkopf mit Krone. Das ist also ein Bossgegner. Aber ich will mal hier eben reinkommen, weil unser Team da noch unterwegs ist. Die müssten nämlich hier noch gegen Blau kämpfen oder Blau tappen. Habe ich mich hier vertan? Oder bin ich gerade noch nicht richtig? Müsste aber eigentlich hier kommen. Dachte, da sind sie. Wir tappen hier wenigstens. Oder versuchen es. Haben hier eine schöne Zombie-Horde. Aber nehmen noch hier die nächste Basis ein. Haben dann auch wieder zwei Stück. Zwei Supply Points. Wir sehen das hier rechts an der Seite. Zack, da gibt es dann auch nochmal kurz ein paar Kisten. Den Zombie muss ich jetzt noch umhauen. Und jetzt gehen wir auch mal zum Boss. In der Zeit nehme ich den Taunt wieder mit zum Skillen. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier unten geht's ab. Team Orange kloppt sich hier durch die Gegend mit ihren gekauften Waffen, gebauten. Ich will wenigstens den Boss einmal zeigen. Einfach nur, damit ihr sehen könnt, was es ist.
Wenn sie mich schon erwischt hat. Nein, da ist er und der zieht mich auch noch ran. Der Pullholder. Ja, toll, bin ich genau reingezogen worden in die Masse. Wird natürlich einfach verdroschen. Ja, da konnte ich nichts machen. Dieses Massenranziehen, also diese Stunts, die sind halt sau gut. So, hier sind halt unsere Teams, also unsere Teamkameraden, kann man durchswitchen. Mit Leertaste. Jetzt habe ich mich selber hier gefunden und alle anderen von uns sind auch am Friedhof gewesen. So, der Pullholder ist jetzt down, das war ein Boss und ihr seht, wie viele Kisten der droppt. Und dieser graue Balken zeigt an, wenn das Team die Kisten, die sie gefunden haben, zurückbringen würden, dann würden sie so und so viele Punkte haben. Also Team Orange ist jetzt gleich durch. Man erkennt es halt an den bearbeiteten Waffen. Also das hier ist Standard Level 10 Waffe. Und alles andere ist gecraftet und das ist halt schon zu krass. Weil man schaltet auch mit Fähigkeiten, zum Beispiel ab Level 11, schaltet man noch verbesserte Fähigkeiten frei. Also jeder Skill hat zwei extra Boni-Fähigkeiten. Mit Level 5, 6, 7 und 8 schaltet man die Boni für die ersten vier Fähigkeiten frei. Also eine davon und später dann noch viel, viel mehr. Also hier zusammen zu spielen oder lange zu spielen, gibt dir einen unendlichen Vorteil. Und das ist zu krass. Das kannst du in einem MOBA einfach nicht machen. Also was sich die entwickelt, immer dabei denken bei solchen Systemen, kann ich leider nicht verstehen. Wie gesagt, ich will es damit nicht schlecht reden, es ist einfach nur ja, ein bisschen ist lächerlich sowas. So, jetzt haben wir hier wieder so einen mit einer bearbeiteten Waffe. Ich spotte ihn jetzt auch nochmal, der hält auch ein bisschen was aus und stompt jetzt hier mit der Ulti, das mache ich jetzt auch eben. Den könnten wir vielleicht sogar kriegen. Ich meine, jetzt nehme ich meine Steinhaut an, weil der will ja mich fokussen. Sollen die anderen das machen? So. Hat aber auch keine Kisten dabei, so hat er auch nichts zu verlieren gehabt. Hält uns hier ein bisschen beim Tappen auf. Da will einer abhauen. Er hat auch schon eine andere Waffe, diese Säuregun. Ich könnte jetzt mal auf die Shotgun wechseln, da kommt der Rest des Teams. Ist jetzt 3 gegen 4. Werden die aber trotzdem machen. Ja, das sind diese 258 Damage. So, Team Orange hat gewonnen. Dadurch haben die automatisch das Game verlassen. So habe ich wenigstens noch überlebt. Und jetzt geht es um den zweiten Kampf. Jetzt haben wir um den zweiten Platz. Jetzt haben wir wenigstens ein faires Battle noch, was man spielen kann. Jetzt mal versuche ich den Spitter mal hier zu taunten. Ich muss ein bisschen dodgen, bis ich mich wieder heilen kann. Aber jetzt kann ich drauf. Jetzt baue ich den Balken. Ah, 362 Damage war kritisch. Könnte mein Kumpel aber schaffen. Ich lass ihn einfach mal, obwohl da kommt Gerhard, vielleicht rettet er mich, könnte mich ja reviven. Geben sie mich auf oder lassen sie mich liegen? Ne, haben sie wohl nicht gesehen gerade. Sondern wir müssen uns jetzt darum kümmern, dass Team Blau nicht allzu viel macht. Doch, die heben mich gerade auf. Team Blau nimmt uns hier oben das nämlich weg, deswegen kann man hier auch noch pingen. Und auf dem Scoreboard sieht man dann hier 7-0 hatte der eine gehabt. Und ja, das ist halt, ja, dieses System, das kann ich in keinem dieser neuen Spiele verstehen. Und dann wundert man sich immer, warum die dann nie erfolgreich sind, die Titel. Also ein Spiel, wo du halt viel spielen musst, um im Competitive-mäßig überhaupt die Chance zu haben, mitmachen zu können, das ist lächerlich. Das ist gerade in Anführungsstrichen MOBA. Es ist kein echtes MOBA, wird aber halt immer noch als MOBA klassifiziert und ganz falscher Weg. So. Ach, komm. Und jetzt gehen wir mal zu dem X, wie die anderen das auch wollten. Deswegen muss ich mal irgendwie hier einen Ausgang finden. Ich hoffe, hier ist eine Tür. Nee, ist die Wand aber kaputt. Das ist genauso gut. So, an dem X gibt es nämlich nochmal ein paar Points zu holen. Also ein paar Kisten. Da müsste so ein halber Elite-Gegner stehen. Weil jetzt müssen wir nämlich noch Team Blau einholen. Und das könnten wir schaffen. Ja, da haben sie ihn gerade gekillt. Ich trage auch mal welche mit. Er ist zum Beispiel voll. Er hat jetzt die Kisten abgeworfen, ein paar, und mir gegeben. Dadurch kann er sich jetzt auch noch ein bisschen bewegen. Auf G könnte man die droppen. Ich trage jetzt 31 Kisten mit mir rum. Und er läuft aber auch direkt zum Abgabepunkt. Da gehe ich jetzt auch am besten hin. Hauptsache erstmal die Punkte sichern. Und jetzt werfe ich meine Kisten hier rein. Zack, zack, zack. Und ja, wir brauchen jetzt entweder Flaggen, weil die kriegen passiv einfach mehr Punkte. Weil die haben jetzt gleich 4 Flaggen eingenommen, die blauen. Deswegen hoffe ich, dass mein Team jetzt hier mitkommt. Und wir wenigstens oben die holen. Und dann entscheidet eigentlich der nächste Boss. Wenn er mit dem Boss kommt, ist das eigentlich entscheidend. Von uns ist einer gelieft. Das ist natürlich eine feine Sache. Gibt natürlich noch keine Bestrafung. Das ist ja in MOBAs ganz normal am Anfang, dass wenn das Spiel noch neu ist, man einfach noch keine Leaver bestrafen kann. Was ich davon halten soll, gut sagen, was man ist jetzt natürlich dumm, kann man aber nichts machen.
Aber es gibt halt für Platz 2 gibt es halt auch noch was. Und ich würde wenigstens den Kampf dahin versuchen. Dafür gibt es halt auch noch Beute. Und jetzt haben wir ein kleines Event wieder. Wieder nur ein halber Elite-Gegner. Und zu zweit dauert Tappen schon länger. Und ihr könnt euch vorstellen, wie lange das dauert, wenn man alleine ist. Auch weil dann die Gegner immer noch kommen. So, hier kommt unser Kumpel da mit dem Dicken. Deswegen jumpen wir den halt richtig an. Gab's direkt mal Clean Sweep und ein paar Erfolge. Und haben wir. So, jetzt haben wir 3 Punkte, die haben 3. Somit haben wir jetzt ein faires Battle, was die Ressourcen angeht, die wir bekommen. Ich habe jetzt noch 26 Ressourcen dabei. Ich sollte also aufpassen, nicht zu sterben. Sonst gebe ich unnötig dem Gegner was. Aber die haben, glaube ich, das eingenommen gerade. Und unser Team rennt aber trotzdem hinterher. Ja, hier unten waren sie. 72 Supplies haben sie in der Tasche. Konnten sie aber längst abgeben. Ja, 3 Stück haben sie jetzt noch. Jetzt wird es interessant. Also einer hat hier gepinkt auf den Punkt, damit wir halt noch eine Base mehr haben als die. Und wir brauchen einen Boss, um aufzuholen. So, wir sind jetzt zu dritt. Es geht dann einigermaßen fix, werden aber wahrscheinlich ein Battle hier haben. Ja, hier kommen sie schon, die Ersten. Und der hat auch schon seinen Elektrohammer da. Den taunte ich. Jetzt ist er ja erstmal verspottet. Jetzt jump ich auf ihn drauf mit dem Damage-Skill. Und den hüpfen wir an. Hau nochmal drauf. Taunt, hat auch gesessen. Und hinrichten. Sehr schönes Ding. Die 2 haben wir geholt. Kann ich die Waffe nicht aufheben? Jetzt wollen wir den Punkt noch. Und wir haben immer noch 38 Ressourcen in der Tasche. Capture Speed mal 2, wenn man das Vehicle Depot hat. Also da sieht man, wie viele jetzt 1,8. Jetzt bin ich alleine nur noch drin. Und ja, weil es halt der Radius, der entscheidend ist, wie schnell das Ganze geht. Und die Anzahl der Zombies machen das wahrscheinlich. Und wir bekommen 16 Supplies pro Tick, glaube ich. Ja, Contested Supplies. Zack, die nehmen wir auch wieder mit. Und jetzt müsste ich langsam abgeben gehen. 36 ist schon eine Menge. Ich heb die jetzt auch noch mit auf, ist kein Problem. Ich bringe sie dann mal eben weg. Er hat auch schon eine andere Fähigkeit. Er hat so einen Dash. Den habe ich nicht. Müsste also vom Level auch schon eher höher sein. Er hat ja auch eine andere Waffe. Obwohl, nee, Quatsch. Er ist die mechanische Variante von mir. Hat also schon einen ganz anderen Charakter. Aber zack. Kisten abgegeben. Gibt XP. Und jetzt geht es wirklich langsam in die heiße Phase. Ich hoffe, wir kriegen nochmal einen Boss. Den nehmen wir den auf jeden Fall nochmal ab. Wenn sie da alle 4 sind, hoffe ich, dass wir in 4 und 4 jetzt hinkriegen. Weil der Boss. Boss oder. Oh, das ist eine harte Entscheidung. Boss, wir machen den Boss. Die brauchen ja ein bisschen zum Tappen. Und der Boss gibt mehr Kisten, auch wenn die insgesamt mehr Supplies haben. Ist sie das? Nee, nee, das ist er natürlich nicht. Hier muss ein großer sein. Ich hoffe jetzt mal nicht die Spinne. Einfach damit wir noch den anderen sehen. Ja, der Butcher. Ja, der Butcher. Den tank ich. Ich butsche ihn. Heilen. Oh, das gibt viele Kisten für uns. Und alles einsammeln. 150 Kisten im Schnitt. Ah, zack, zack. Ich habe 40. Kommt ungefähr hin sogar mit den 150, wenn alle was eingesammelt haben. 184 Kisten tragen wir gerade mit uns rum. Die müssen wir jetzt schnell wegbringen. Eigentlich hätte uns das Team abfangen müssen. Haben sie jetzt auch vor. Jetzt kommt der Spott. Ich konnte noch ausweichen. Schafft unser Kumpel noch. Ich hoffe, er hat nicht so viele Kisten. Der hier hat viele Kisten gehabt. Oh, 50 Kisten hatte der eine gehabt. Den haben sie jetzt natürlich erwischt. Werden sie die 50 Kisten sichern gehen? Dadurch ist es sehr ausgeglichen. Wir mussten jetzt aber unsere Kisten erstmal wegbringen. Nein, die haben ein bisschen mehr. 69 Kisten. Und die Ticks, die sie haben, die verdienen mehr Kisten. Ach, schade. Hätte er sich nur durch den Torrent weggerollt. Müssten sie hinkriegen. Dadurch, dass sie jetzt diesen Punkt mehr haben, bekommen sie auch mehr pro Tick. 69 hier nochmal drauf. Wir bräuchten jetzt noch ein Kisten-Event. Ich nehme das den nochmal ab eben. Einfach nur, damit sie den Punkt gerade nicht mehr haben. Da muss man nämlich nur einmal kurz tappen. Aber jetzt nehme ich dann weiß gleich. Puh, das sieht nicht gut aus. Obwohl. Ah, schade. Alles eigentlich schon rausgehauen, was wichtig ist. Sitzt auf mir drauf hier. Hopp.
Ah. Oh nein, nicht der Licker. Und wieder springt sie mich an. Nee, gegen die Ulti mache ich meine Stahlhaut eben an. Zack. Na, noch nicht. Jetzt haben sie mich. Ja, obwohl, guckt euch die Punkte an. Wer, hast du sie? Dann gib sie ab. Oh, haben wir sie das noch so lange hinhalten können? Wir haben noch den zweiten Platz gemacht. Damit kann ich leben. Oh, und jetzt kann man hier zurückdrücken. Dann kommt man nochmal zu dem Score. Das sehen wir uns jetzt auch nochmal wieder. So, und das hier ist der Endscreen. Hier sieht man dann halt, welches Level die waren. Also mein Account-Level war Level 5. Ich habe hier 200 XP erhalten, dafür, dass ich mit dem Charakter gespielt habe. Und wir haben zweimal Rewards bekommen. Da haben wir einmal kein Blueprint, nur Sachen, die wir einmal verwenden. Ja, leider habe ich kein Blueprint bekommen. Einmal nur, dass ich gespielt habe, gab es das. Und für den zweiten Platz gab es das. Das war eine sehr magere Runde. Meistens sind da noch Blueprints drin. Und dann geht man hier an die Workbench. Ich habe jetzt einen Blueprint, habe ich schon mal gefunden. The Conductors. Den kann ich aber nicht bauen, weil meine Workbench noch nicht Level 6 ist. Die bekommt man, wenn man einfach viel länger spielt. Ihr habt ja gesehen, ich bin Level 5, ich muss Level 6 sein. Und die Waffe ist auf jeden Fall schon wesentlich besser als alle Waffen, die ich mit Level 10 tragen kann. Und so funktioniert das Ganze dann. Und ja, das war Dead Island Epidemic. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Schaltet wieder ein. Bis dahin und tschüss.